Willkommen bei einer weiteren Folge für mein Let's Play Ultimate Team. Und hier sind wir gerade auf dem Tauschstapel oder auf der Transferliste. Und ich habe jetzt zum großen Teil das Team mit Balotelli, Isco und so weiter verkauft. Hier sieht man auch, wie Alonso weggegangen ist für 2100, also nicht sonderlich viel. Und Skrittel, Isco und Sabri wurden jetzt gar nicht verkauft, also Skrittel viel weiter runter gehen kann ich nicht. Ich werde jetzt einfach mal probieren, ihn für 700 sofort loszubekommen, genauso auch bei Sabri. Und Isco müssen wir jetzt nochmal schauen. Den hatte ich jetzt für 4,7 drinne. Ich stelle den einfach mal für 4,6 rein, 4,3 Startpreis. Und bei dem mache ich auch ein bisschen Verlust. Ich habe bei diversen Spielern von dem Team Verlust gemacht. Lag zum Beispiel auch daran, dass ich Honda gekauft habe, als er gerade neu bei Milan war. Da hat er 7.000 oder sowas gekostet und ich habe ihn jetzt für 1.000 oder sowas verkauft. Aber gut, ich habe jetzt trotzdem schon 40.000 fast knapp zusammen. Oh nee, nicht auf Pokal, nein. Es gibt zwar jetzt gerade den MLS Kickoff-Pokal, aber der Preis ist jetzt irgendwie so der momentane Standardpreis irgendwie. Und dann spiele ich ehrlich gesagt nicht so gerne ein Turnier, was wirklich so sehr eingeschränkt ist, wo gesagt wird, okay, du musst mit LMS spielen. Weil das Problem ist, wenn man sich jetzt ein Team aufbaut dafür, kostet das einfach deutlich mehr, als wenn man das irgendwie ja, vorher gemacht hätte. Und da ja jetzt hier in der Liga, da ist ja jetzt ja die Situation so, dass wir noch 3 Punkte brauchen, um den Klassenerhalt zu sichern. Eine durchwachsene Saison. Hier im letzten Spiel gab es dann einen 2:1 Sieg. Da war, glaube ich, auch einfach generell irgendwie mehr drin. Und jetzt spielen wir hier mit dem Team. Das hatte ich damals für den Champions Cup gebildet. Hier vor allem Second Inform von Mitroglou dabei und auch ein Inform von Dominguez. Und das Team wird jetzt wahrscheinlich auch zum letzten Mal vor mir in meinem Let's Play Ultimate Team gezockt oder gespielt. Und dann werde ich auch dieses Team verkaufen. Das wird auch nochmal ein bisschen was zusammenkommen auf jeden Fall. Hier ist jetzt die Verbindung eher nicht so gut. Und wenn ich das heute richtig gesehen habe, ich habe eben vor 2 Stunden oder sowas einen Speedtest gemacht, ist es jetzt wahrscheinlich so, dass wir hier eine 100-Mbit-Leitung haben. Was natürlich jetzt dann auf jeden Fall das ist, was wir angestrebt haben. Also endlich Good News. Die dicke Internetleitung ist da, sie ist funktionstüchtig. Aber ich muss, glaube ich, noch irgendwie was umstellen bezüglich Ports freischalten etc. Es kann auch sein, dass wir komplett von IPv6 zu IPv4 wieder zurückwechseln müssen. Weil man sieht es ja häufig oder manchmal können Gegner nicht connecten. Das ist eine gute Verbindung, aber zum anderen auch, dass die Gegner connecten können. Und das hatte auch letztens einer noch in den Kommentaren geschrieben. Es hängt nicht davon ab, wer der Host ist, wie dick die Leitung ist oder wie gut die Internetverbindung ist, sondern auch der NAT-Typ. Und dafür, für diejenigen, die damit Probleme haben, einfach mal im Internet danach googeln, NAT-Typ oder NAT-PS3, PS4, je nachdem. Und dann findet man dort Möglichkeiten. Und am besten noch den Router eingeben, den man hat. Und dann kann man Ports freischalten. Und dann, wenn man alles richtig macht, öffnet sich der NAT-Typ oder verbessert sich der NAT-Typ. So, und hier jetzt der Gegner mit einem sehr, sehr starken Sturm auf jeden Fall. Aguero und Van Persie vorne drin, 89 und 88, sehr ordentlich. Und dann eine Mischung zwischen Premier League und einem brasilianischen Team quasi, weil Hulk und Dani Alves jetzt nicht aus der Premier League. Da haben wir jetzt ganz schnell weggedrückt. Und dann schauen wir mal, jetzt brauchen wir noch 3 Punkte für den Klassenerhalt. Ob uns das jetzt hier direkt in diesem Spiel gelingt. Um mal außen vorbeizuziehen, brechen nochmal ab. Ui, was macht Lukas da? Hält den Ball zwar vom Aus, aber sehr spektakulär. Cavani spielen wir mal kurz an. Oh, und dann sollte die Schusstäuschung zur Ballannahme kommen. Aber es wurde der Pass ins Aus zum Abstoß. Ist auch eine Möglichkeit. Und Cech im Tor. Ja, ich glaube, wenn man sich mal so die letzten Folgen anschaut, häufig gegen Cech und häufig bringt er auch richtig starke Leistungen. Das ist auf jeden Fall kein gutes Zeichen. Und ich bin überlegen, ob ich die Formation umstellen sollte. Ich mache das ja sehr häufig, wenn ich mit diesem Team spiele. Weil mir das flache 4-4-2 eigentlich nicht ganz so gut gefällt. Und ich dann häufig auf einen 4-2-3-1 umgestellt habe. Ich werde jetzt erstmal aber dabei mit einem 4-4-2 bleiben. Da spielt er einen Spieler an, der nicht damit rechnet. Gucken wir mal hier kurz. Dann spielen wir einen Doppelpass, aber er kann das unterbinden. Ball aber noch bei Dominguez. Machen wir eine Schusstäuschung jetzt. Setzen uns hier durch und dann Cavani leider, glaube ich, irgendwie so einen Schritt im Abseits. Der Pass auch irgendwie stark verzögert von Mitroglou. Ja, ganz eindeutig. Macht er vielleicht schnell? Nein. Macht es aber kurz, glaube ich. Spielt ihn aber direkt weg.
Sehr schön. Die Angriffe vom Gegner konnte ich bisher gut unterbinden. Oder schnell unterbinden. Ei! Wollte ich jetzt sagen, auf Lukas hoch, steil in die Spitze. Problem war, Gegner war dran und hat dann den Pass irgendwie unterbunden bekommen. Sehr gut. Machen wir es jetzt nochmal hier schnell. Auf Dominguez jetzt. Der Problem war der Ballannahme und David Luiz kommt dann damit Tempo ran und bringt seinen Körper gut zur Geltung, um diesen Ball rauszuspielen. War aber auf jeden Fall schon mal eine sehr gefährliche Situation. Aber der Gegner spielt seine Angriffe immer sehr schnell in die Spitze und macht dann da vorne schon sehr ungenaue Pässe, die dann häufig irgendwie zum Ballverlust führen. Und das ist ein Einwurf, der geht direkt in meine Füße, sage ich, aber es war eigentlich eher auf die Brust von Lukas. Doppelpass hier auf Cavani. Aber ich kann den Ball leider nicht so führen, dass der Gegner nicht rankommt. Und da ist, glaube ich, der Ball wieder bei mir. Jetzt können wir vielleicht schnell nach vorne spielen. Weiter hier auf Lukas. Und jetzt haben wir eine gute Flankensituation. Und da ist Mitroglou. Und der setzt sich irgendwie nicht durch, weil er von hinten behindert wird. Finde ich ja fast kurios, dass er das jetzt gerade nicht geschafft hat. Weil die Flanke war eigentlich perfekt auf ihn drauf. Und der Gegner, finde ich, von hinten halt ganz gut geschubst. Im richtigen Fußball könnte man hier auch über einen Elfmeter diskutieren, finde ich. Oh. Aber ich fand, das war schon recht eindeutig, muss ich sagen. Wie der ja weggeschubst wurde von den Mitroglou. Hat sich dabei auch anscheinend verletzt, weil er gerade erst in den Sturm wieder zurückgelaufen ist oder auf seine Position zurückgelaufen ist. Hier ein starker Schuss. Ach du Kacke. Da hatte ich schon fast gerade einschlagen sehen von Oscar, glaube ich. Mitroglou, ja, hat sich verletzt. Er spielt hier in Eckenvariante. Man sieht es, diverse Spiele auf der Linie. Und dann bringt er sie so einen Rückraum und dann aber mitten aufs Tor, doch eher gar kein Problem damit. Ja. Gehen wir hier weiter auf Walker. Kommt da gut. Hält ihn auch drinnen, müssen wir abbrechen hier. Sonst laufe ich nämlich ins Aus oder der Gegner nimmt den Ball ab. Sehr schöner Ball auf Lukas. Kann den Ball auch gut mitnehmen. Flanke auf Mitroglou. Aber wo kommt die denn hin? Schusstäuschung. Ah, in den Gegner hinein. Aber ich bin bis jetzt offensiv überhaupt gar nicht zufrieden, was ich mache. Ich spiele nicht sonderlich kreativ. Ich spiele nicht sonderlich innovativ. Irgendwie ist das bis hierhin nichts Tolles oder Schönes. Und hier wechsle ich leider zum Spieler weg. Und dann kommt Van Persie da aber ganz schön gefährlich zum Abschluss. Das war ein ganz schön schlechter Wechsel von mir. Och, ich hasse diese Pässe. Den habe ich. Jetzt können wir vielleicht schnell spielen. Ja. 3D. Ich will hier weiter auf Lukas. Der ist jetzt hier schön durch. Aber man sieht es, wie viel Tempo er bei der Ballannahme verliert. Und danach ist der gute Meter, den man Vorsprung hatte, einfach wieder weg. Und das ist immer so, so ärgerlich. Wenn man einen schönen Ball spielt, man bekommt ihn durch, man bekommt ihn zum Mann, er bekommt genau an die richtige Position. Und dann verkackt der Spieler die Ballannahme, verliert dabei wieder viel zu viel Tempo. Und alles, was funktioniert hat, das war umsonst. Ärgerlich auf jeden Fall. Nein, war nicht gut gemacht. Ist jetzt aber trotzdem noch gefährlich. Mitroglou, och, ich mache die Schusstäuschung weg zum Gegner hinein, anstatt aufs Tor. Jetzt können wir hier weiterspielen auf Dominguez. Von Weiß noch gar nichts zu sehen, aber jetzt ist er am Ball hier. Köpft den Ball und Mitroglou dann. Oh. Oh, ich mache quasi den Lupferkopfball, weil ich den Spieler gewechselt habe. Meine Güte. Das hätte natürlich ein ganz einfaches Tor sein können. Vor allem hier dann natürlich bemerkenswert, dass der Mitroglou nicht im Abseits steht. Was häufig in so einer Situation der Fall ist. Ach. Oh, der Ball läuft aber jetzt hier gerade sehr gut. Sehr schön. Gehen wir weiter auf Cavani. Ja. Auch hier schön in die Mitte ziehen können. Und dann jetzt Mitroglou. Dann aber hier nicht mit dem Lupferkopfball, sondern einfach mit dem einfach geradeaus ins Tor. Klappt dann sehr gut. Der Schuss von Cavani sehr enttäuschend eigentlich. Hier hätte schon das 1:0 sein können. Aber da muss es Mitroglou jetzt halt mit dem Kopf machen aus 6 Metern ins leere Tor. Er macht den Anschlusstrick. Ich habe den jetzt gar nicht verteidigt. Dementsprechend kommt der Ball auch durch. Ich verteidige es ja so, dass ich einen Spieler in der Verteidigung direkt auswähle aus dem ZDM und zurücklaufe. Ist eigentlich fast idiotensicher. Manchmal gibt es halt wirklich ganz kuriose Umstände, wie es passiert, dass der Ball durchkommt. Aber meistens in 90, 95% der Fälle passiert gar nichts.
Mal hier lang nach links raus, da ist einer frei. Komm, Cavani. Ja, da ist er doch. Und dann am Tor vorbeilegen. Nein, also nicht am Tor vorbeilegen, natürlich am Torhüter vorbeilegen. Aber ich habe da mit so viel Zeit verbaut. Ich hätte viel, viel früher schon das Tempo rausnehmen können. Und hätte ich so geil den Abschluss vorbereiten können. Und das wäre dann das 2:0 geworden. Sehr fahrlässig vergeben. Ich hätte auch einfach direkt weiter noch legen können. Aber ich habe gedacht, komm, wenn du so einen schönen Pass auf Cavani spielst, dann probier es auch mit ihm zu verenden. War auf jeden Fall ganz schlecht, ganz schwach gemacht. So, jetzt bekommen wir anscheinend noch einen Angriff. Oh Gott. Kommt noch ein Angriff. Können wir weiterlegen hier auf Walker. Dann die Flanke auf Mitroglou. Kommt da ran. Der kommt dran. Aber Cech mit der Parade. Der Ball ist noch heiß. Mitroglou mit dem nächsten Schuss. Und es gibt nochmal eine Ecke. Ja, wird auch angezeigt. Sehr schön. Und die mit... Ups, nicht mit Weiß, sondern mit Dominguez. Cavani auf dem kurzen. Mitroglou auf dem zweiten. Bringen wir auf Mitroglou am besten. Kommt leider nicht gut. Gar nicht gut. Aber vielleicht bekomme ich noch eine Situation. Ne. Ganz, ganz schwacher Pass. Aber wenn er Pech hat, spielt er mir direkt in die Füße. Oh, der Ball ist noch heiß. Jordi Alba. Na, jetzt ist er, denke ich mal. Jetzt wird er auch abpfeifen. Es läuft jetzt schon so lange die 45. Ja, gar kein Zweifel. Und so geht's mit einer soliden 1:0-Führung in die Halbzeit. Gut. Es hätte, glaube ich, auf jeden Fall noch das rote Tor fallen können. Der Gegner mit doch dem einen oder anderen Schuss, aber ich frage mich gerade, ob da wirklich richtig, richtig, richtig gute Gelegenheiten dabei waren. Er macht wieder den Anschlusstrick. Diesmal verteidige ich ihn. Und er kommt dann auch, dann einfach, der passt hier schon nicht. Und das ist so häufig, dass man das sieht. Vor allem, wenn man ihn spielt, dann sollte man ihn am besten nicht mit einem Innenverteidiger den langen Pass spielen müssen, sondern mit einem, der meistens gute Passwerte oder gute lange Passwerte hat. Und das sind dann häufig irgendwie ZMs oder ZDMs. Zum Beispiel Alonso, ein exzellenter Spieler dafür, durch seine wirklich richtig, richtig krass guten langen Pässe. Oder halt auch einen Schweinsteiger. Modric bei Real Madrid kann das auch sehr gut. Das sind so Spieler, mit denen man so einen Pass spielen möchte, aber nicht mit dem Innenverteidiger. Die kommen dann einfach häufig zu ungenau. Aber generell spiele ich ja den Anschlusstrick nicht so, wie man ihn kennt. Weil ich ihn einfach so viel zu einfach zu verteidigen finde. Und mich wundert es immer wieder, muss ich ganz ehrlich sagen, wie häufig er irgendwo aufgeführt wird als etwas, was imbalanced ist oder was unfair ist. Bug-abusing quasi. Und das sehe ich überhaupt absolut gar nicht so. Ich finde ihn eigentlich unglaublich schwach. So, es gibt den nächsten Freistoß. Nee, doch, es gibt ihn. Hätte mich schon gewundert, weil... War ja eigentlich... Wo gibt der den denn mit der gerade hier? Das so nah am Tor war das doch gar nicht. Guck, jetzt liegt der Ball ganz woanders. Hat man Van Persie und Hulk eigentlich zwei sehr, sehr geile Schützen. Zufälligerweise auch zwei Linksfüße. Kabul jetzt sehr weit vorne. Das ist mein Innenverteidiger. Okay. Oh, die Flanke jetzt hier. Oh, der ist, glaube ich, im Abseits, der Cavani. Hat er sich noch schön durchgesetzt und auch richtig gut Druck auf den Ball bekommen oder auf den Kopfball. Aber... War dann eindeutig im Abseits. Und ich denke, wir sollten hier irgendwie mal bei Zeiten das 2:0 machen. Weil einmal nicht aufgepasst, einmal irgendwie was schlecht verteidigt. Dann fällt hier der Treffer für den Gegner. Oh, das macht er schön. Legt sich dann aber den Ball viel zu weit vor. Oh, Weiß spielt den richtig gut raus. Das ist natürlich jetzt brandgefährlich. Kommt die Flanke auf. Ach, Mitroglou. Ja, ich hab schon gemerkt, die Enttäuschung war da, als ich die Flanke habe gesehen, weil die war einfach viel zu schwach. Die hatte ich mir ganz anders vorgestellt. Oh, das ist kein Foul. Hallo? Eieiei. Wenn er das nicht, wenn er da nicht an den Ball rankommt, dann wird es aber ganz brenzlig. Weiter in die Spitze. Und das ist Abseits. Erneut Abseits. Zwei, drei Mal jetzt schon in der Folge hier im Abseits gewesen. Ja. Schade, aus der Perspektive sieht es gar nicht so eindeutig aus. Aber natürlich, wenn die Linien eingezeichnet werden, dann schon eher. So, er spielt die immer kurz. Boah, das ist ein gefährlicher Ball. Und dann ist der Ball auch bei mir. Ah, wie schlecht ich das mache.
Das sind so die Situationen, aus denen müssen natürlich... Oh Gott, Tore passieren. Ich wollte eben den Torhüter rausholen und drücke dann dabei auszusehen auf Kreis. Deswegen habe ich dann mich über das Tackle kurz geärgert. Aber glücklicherweise habe ich dann noch rechtzeitig den Torhüter rausbekommen. Sehr schön. Komm jetzt auf Mitroglou. Yeah, schöner Ball. Schlechte Ballmitnahme. Weiß, kommt jetzt in eine gute Position und es gibt die Ecke. Die dann wieder mit Dominguez. Und diesmal steht Mitroglou auf dem ersten. Oh Gott, bekomme ich aber überhaupt gar nicht. Oh, angeflankt, aber dafür Cavani und aus der Position so knapp am Tor vorbei. Damit hatte ich nicht gerechnet. Spielt er auch wieder kurz. Auch natürlich gegebenenfalls gefährlich. Also ich... Gut, es hat jetzt hier klar ganz eindeutig funktioniert. Weil ich auch was anders spekuliert hatte. Oh, das ist ein schöner Ball. Spielt er direkt in den Rückraum und dann Van Persie auch mit einem guten Schuss. Hey, wenn ich Pech habe, trifft er den mal richtig geil und dann geht er irgendwie dippingmäßig mit einer Flugkurve in den langen Eck ins Knick rein. Das wäre natürlich bitter. Ach, der sollte auf Cavani kommen und nicht in den Rückraum da auf Dominguez. Will er einen Doppelpass spielen? Ja, und da sieht man schön, wenn man sich das mal anschaut, wie ich es mit Piqué verteidigt habe. Ich habe mich genau dahin gestellt, wo der Doppelpass hinkommen wird und dann gar keine Probleme, den Ball da rauszuspielen. Und jetzt wird es mal Zeit für das 2:0, oder? Das hat er schön verteidigt. Jetzt der Ball noch heiß, aber David Luiz kann dann Cavani direkt wieder den Ball rausspielen. Oh, jetzt habe ich zum Beispiel den Doppelpass gar nicht so gut verteidigt. Aber ich bekomme es dann mit Walker korrigiert. Den müssen wir mal lange rauskloppen. Gegner stand nämlich sehr hoch. Und dann ist es häufig so, wenn der Gegner sehr hoch steht, dass man dann so lange Bälle auch sicher zum Mann bekommt. Oh, das ist scheiße. Den spielt er perfekt in die Gasse rein. Ich hatte mich zwar schon irgendwo bewusst so hingestellt, dass es unwahrscheinlich wird, dass er durchkommt damit. Aber es hat trotzdem funktioniert. Oben läuft Lukas, sehr schön. Sehr schöner Foot-to-Foot. Und den knallen wir ins lange Eck. Aber Cech schon wieder da. Ach, den kann ich auch in die Mitte spielen. Aber Matuidi jetzt sehr gefährlich, wie er den Ball hier bekommt. Das mal durch, wollte ich sagen. Nein! Ah! Schlecht im Winkel ausgeführt, wodurch ich dann so ganz, ganz leicht ins Auslaufe. Auf jeden Fall zu vermeiden gewesen. Das hat er sich, glaube ich, ein bisschen anders vorgestellt. Boah, was ist das denn für ein Pass? Nein, 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 nein! Nein! Boah, da war noch mein Verteidiger dran mit der Fußspitze, oder? Der Pass wurde lang und länger. Sowas auf jeden Fall nicht gedacht vom Gegner, kann ich mir vorstellen. Und dann der Torhüter kommt raus, aber muss immer weiter nach außen. War ganz schön gefährlich. Und jetzt raus! Ah, immer doof, wenn der Ball auf die Füße kommt, aber dann der Spieler, den ich unter Kontrolle bekomme, um ihn rauszuschlagen. Jetzt spielt er die nächste Eckenvariante. Hat da ein paar vorbereitet. Cavani steht aber sehr schön auf dem ersten Pfosten. Ja. Jetzt wird es aber ganz schön gefährlich. Wir haben ja auch schon die 86. Minute. Krass. Kam mir gar nicht so vor. Und jetzt spielt er wieder eine Eckenvariante, die war... So, jetzt komm. Das... Boah, da wird der Fallrückzieher angesetzt. Müssen wir hier weiterspielen. Müssen jetzt mal irgendwie mal uns aus der... aus dieser Drucksituation hier befreien. So, mit einem Pass hier auf Cavani. Sehr schön, jetzt haben wir Raum, jetzt haben wir Raum, jetzt haben wir... Oh, wer kommt denn da? Krass, wer ist das denn? Hulk, okay, ja. Kam da angelaufen und gar keine Probleme aufzuschließen und den Ball dann rauszuspielen. Hab noch Protect the Ball, alles probiert. Ja, fast weiß da noch mit der Balleroberung. Jetzt plus 5 Minuten angezeigt. Jetzt kann er unten weiterspielen. Will er durchchippen, spielen wir zurück auf den Teuter. Was machen die da? Alter. Ganz schön knapp geworden. Nein, 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 nein. Ganz, ganz dumme Ballverlust. Und es gibt Foul für den Gegner. Wird die Flanke kommen. Die kommt auch gut. Und dann... Boah, fast der Kopfball hier ins Tor. Ich mach's gerade viel zu spannend, was hier passiert. Der Gegner eigentlich irgendwie 80 Minuten mit sehr, sehr wenig Chancen. Und jetzt ist er natürlich hier in einer absoluten Drucksituation.
Nein, nein, da spielt er gut und dann macht er hier fast den Ausgleichstreffer. Also mit der Endphase hätte ich mir jetzt hier das Unentschieden eigentlich verdient. Also das ist aber noch nicht vorbei. Schiedsrichter lässt lange laufen. Walker spielt ihn raus, gibt Einwurf. Oh, jetzt lässt er sich sehr viel Zeit. Ich meine, im Endeffekt ist jetzt auch egal. Entweder, oh, der macht da lang. Ich bekomme keinen Ausgewehr, der kommt an. Boah, ich dachte jetzt kurz, der Schiedsrichter wird den pfeifen, den Elfer. Boah, das war echt unnötig. Das ganze Spiel eigentlich recht souverän, so vor sich hergelaufen lassen können. Immer gut im Griff gehabt, immer mal wieder so eine gute Situation eigentlich erzeugen können, die dann nicht optimal ausgespielt wurde, aber eigentlich im Griff gehabt. Und dann gegen Ende eine Chance nach der anderen für den Gegner. Ich glaube, der, ja doch, es waren auch ein paar Schüsse dabei, aber es waren auch, ja, richtig gute Gelegenheiten, die dann nicht zwingend zum Torabschluss geführt haben. Aber dennoch, man hat es gemerkt, der Gegner war kurz vorm Torabschluss und Torerfolg. Und von daher ist das jetzt im Endeffekt ein sehr glückliches 1:0, muss man ganz klar sagen, weil da war eben auf jeden Fall ein Treffer in der Luft. So, aber es ging trotzdem 1:0 aus. Ich konnte das Ergebnis so gerade noch mit Ach und Krach halten und damit stehen wir jetzt hier bei 14 Punkten und das bedeutet, die Saison oder die Klasse wurde gehalten, der Nichtabstieg gesichert und es geht jetzt in eine neue Saison hier in Liga 1 wieder los. 10.500 Münzen, das ist natürlich auf jeden Fall für einen Klassenhalt auch sehr ordentlich. Damit sind wir jetzt bei 50.000. Und wir haben jetzt quasi noch gerade eigentlich zwei Teams, die ich verkaufen kann. Nämlich das Team, was jetzt hier quasi auch sein... Ach, ist das scheiße. Jetzt hat sich Mitroglou auch wieder verletzt. Wie lange ist der denn? Arm, 2 Spiele. Muss auch noch 2 Spieler neue Verträge geben. Mal sehen, was ich da habe. Ja, gebe ich so einen ganz kleinen... Und dann noch einen silberkleinen. Oder ist der glänzend? Dann ist der kleiner. Und ja, das Team werde ich jetzt verkaufen. Und dann haben wir noch das Team, das neue Argentinien-Team, was ich auch noch ein paar Spiele spielen werde. Und dann kann es sein oder wird es so sein, dass ich ein neues Team bilde. Und ich weiß nicht, bin gespannt, wie viele Münzen ich insgesamt habe. Mitroglou in Form hat ja auch ein bisschen was gekostet. 28.000, Dominguez glaube ich 12.000 oder 10.000. Ja, das Team ist ein bisschen was wert. Natürlich das Team hier mit Diego Milito in Form. Auch ein bisschen. Also kommt noch ein bisschen was zusammen. Ich kann mir vorstellen, 150.000 oder sowas stehen mir dann zur Verfügung, um ein neues Team zu bauen. Aber da bis dahin werden noch ein paar Folgen jetzt kommen, wo ich noch kein neues Team bauen werde. Man muss die Spieler auch erstmal alle verkauft bekommen. Und mit dem Argentinien-Team möchte ich auch noch ein bisschen spielen. So, das soll es zum Ende hin gewesen sein. Ich hoffe, euch hat es gefallen. Haltet euren Kasten sauber. Euer Tess. Come on. Come on. Come on. Come on. Come on.